Wo wir sitzen, ist der Horner Kunstverein. Kunstverein sitzt im Kunsthaus Horn. Das ist ein ehemaliges Kloster, Pianistenkloster. Das war eine Schule lange Zeit. Und 1989 sind wir als Galerie Turnhof da eingezogen und dann hat man auch noch als zweites erfunden dazu einen Kunstverein. Das war, wobei die Galerie, sozusagen wir als Person, das ist meine Frau und ich, die Arbeit übernehmen für den Kunstverein und das Land aber eine Subvention für den Kunstverein zur Verfügung stellt, dass wir halt uns diese Räume überhaupt leisten können. Und das Thema war dann Buchkunst, Bibliophilie, Druckgrafik, Kunst auf Papier, bis hin zu Buchobjekten, Papierobjekten, also das sind, wie man jetzt in der Ausstellung sieht, ja ganz eingeil. Es gibt also Muscheln aus Papier oder es gibt Papierskulpturen eigentlich. Man kann mit Papier unheimlich viel machen. Man kann ein Buch auch, das niemand mehr interessiert, zum Beispiel wie die Regina Hadraba, ein Buch mit Planadol oder mit Leim so zu einem Block verarbeiten, dass so ein Segel entsteht, indem ich wieder dann dadurch, dass ich einen neuen Text draufschreibe, ein Bachmann-Gedicht oder irgendwas, ganz einen anderen, eine neue Bedeutung gibt. Ne? Aber man hat zumindest vielleicht das gute Gefühl, das Buch nicht weggeschmissen zu haben. Und dann war es eben so, dass wir 1992 hier angefangen haben mit einer Buchkunstbiennale und haben bibliophile Bücher zusammengetragen. Es war wirklich damals eine tolle Ausstellung, also da war es von Jim Dine und Pictures of Dorian Gray, kann ich mich erinnern, und Jandl, Kopfstücke und waren wirklich viele Autoren da, ganz tolle Bücher. Und eben 2 Jahre drauf haben wir dann schon überlegt, das muss irgendwie leben, man kann nicht nur Bücher ausstellen in Glaskästen, das bringt nichts, sondern man muss die Leute holen, die diese Bücher machen. Dann haben wir gesagt, okay, wo sind diese Leute, Buchkünstler? Und dann haben wir gesagt, um die Buchkünstler zu holen, muss man ihnen auch was bieten, also muss man hier eine Werkstatt einrichten. Also jetzt haben wir eine Werkstatt, wo man drucken kann. Wenn du da jetzt da hinten gehst, ist der Fred Lautsch, der mit allen Besuchern, die heute da durchgehen, eine sozusagen kleine druckgrafische Arbeit macht. Jetzt, wir eröffnen dann die Ausstellung im Saal, die dann 6 Wochen stehen bleibt, in dem Fall bis 2. Juli. Aber die nächsten 3 Tage ist hier wirklich High Life, da sind die Künstler da, da laufen die Werkstätten, da sitzen die Leute an ihren Ständen und bieten ihre Bücher an, die sie mitgebracht haben jetzt. Und dadurch, dass das jetzt in der letzten Zeit durch Corona einmal ausgefallen ist, haben wir einfach ein Jahr verloren. Wir sind jetzt sozusagen in der 15., sonst hätten wir schon die 16. Buchkunstbiennale. Und wir machen wir werden schauen, vielleicht auch heuer, was ich ganz gern machen würde, ist ein Buch zu machen, vielleicht eine Dokumentation über 30 Jahre Buchkunst Biennale in Horn, weil man dann ganz einfach sehen würde, wer da in den 30 Jahren aller durchgegangen ist. Im Prinzip ist es so eine eingeschworene Gemeinde von Bibliophilen, Büchern, Narren, kann man auch sagen. Und es hängt immer alles dran. Ne? Es hängen die Autoren dran, es hängen die grafischen Künstler dran, wenn ich dann schaue, die heuer sehe. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte und im Endeffekt wird dieses Netz immer dichter.